Hallo und herzlich willkommen zu Let's Play Overlord. Ja, ich habe mich dazu entschieden, das Spiel nochmal zu Let's Playen, tatsächlich. Da das alte nun doch ein bisschen in die Jahre gekommen ist, eine unglaublich fürchterliche Qualität hat und es immer noch gut Klicks kriegt. Und ich schade finde auch, dass ich das Projekt nie beendet habe. Und dementsprechend kriegt es jetzt auch mal von mir eine zweite Runde. Ja, ich will gar nicht lange drüber reden, sondern sofort ins Game starten. Meister, das Böse steht euch gut. Machen wir uns auf den Weg. Es gibt Schändliches zu tun. Ich spüre, wie das Land vor Furcht erzittert. Ja, ganz kurz zu Overlord, wenn er mich reden lässt. Ich weiß nicht, ob mein Schergenkollege sofort einspringt. Overlord ist ein Third-Person-Action-Abenteuerspiel, würde ich schon eher sagen. Wo man endlich mal die böse Seite in einem herauslassen kann. Und ich bin Gnarl, Schergenmeister und treuer Diener der Dunkelheit. Ja, den Rest werden wir, glaube ich, einfach während des Spiels gucken, was so passiert. Die Unschärfe wird vergehen und eure Muskeln werden wieder geschmeidig. Ihr habt sehr lange geschlafen. Diese Höhle ist die Brutgrube, Meister. Heimat und Geburtsort der Schergen. Nun, da ihr hier seid, könnt ihr Schergen durch dieses Schergenportal rufen. Ja, so wollen wir tun. Seht euch die bösen Gesichtlein an, bereit auf euren Befehl zu plündern und zu zerstören. Fahren wir fort. Folgt mir, wenn ihr die Feinheiten des Kampfes und der Schergensteuerung kennenlernen wollt. Wenn ihr allerdings lieber gleich etwas zerschlagen wollt, treffen wir uns besser oben im Thronsaal. Ja, für mich ist es auf jeden Fall ewig her, dass ich dieses Spiel gespielt habe. Eure Schergen folgen euch überall hin, Meister, solange ihr ihnen keine Aufgabe gebt. Dementsprechend werde ich definitiv das Tutorial spielen. Einfach um da mal ein bisschen wieder reinzukommen. Als Overlord müsst ihr mehr tun, als Feuerbälle zu werfen und Chaos zu stiften. Das echte Böse braucht Können. Und vielleicht ein bisschen Machtlust. Herr Röschen ist wohl ein bisschen eingerostet. Unser Hofner. Ich hätte ihn schon lange ins Jenseits befördern sollen. Lehrt ihn Respekt vor dem Overlord. Ja, gerne. Stopp, ihr kitzelt mich. Das kitzelt! Gut, und jetzt nochmal. Haltet euch nicht zurück. Los, steh auf. Anvisieren kann ich ihn gerade leider nicht. So langsam kommt es zurück. Das Böse vergisst man nicht einfach so. Kommt schon, Metallklump. Genau. Ah, jetzt. So ist das richtig. Na los, komm, steh auf. Hey, Prinzessin! Ihr bewegt euch wie ein toter Dachs, aber ihr riecht schlechter. Kann ihr so könnt wagen. Ihr nicht erreichen. Eure Schergen müssen das für euch übernehmen. Hey, ihr solltet euch besser Overlam nennen. Meine Schergen, füttert ihn. Oh, es wärmt mein dunkles Herz, sie so herumrennen zu sehen, wie sie versuchen, sich gegenseitig zu töten. Ruft eure Schergen zurück, Herr. Alle Schergen. Hey, okay. Herr Overlord, zeigt mir, was böse ist. Wenn ihr wollt, dass eure Schergen einen komplizierten Weg verfolgen, müsst ihr sie leiten. Halte die rechte und die linke Maus edit. Ja,
Nee. Oh Mann. Okay, es funktioniert auch, wenn ich nur die rechte Maustaste drücke. Total irgendwie. Überschätzt. Komisch. Muss ich gleich nochmal. Lasst ihn nicht entkommen, Herr! Lasst eure Schergen ausschwärmen! Ich wette, er nässt sich ein! Komm schon! Ich hab nicht ewig Zeit! Ah, jetzt geht's. Also hundertprozentig, die Steuerung scheint nicht zu funktionieren. Vielleicht wechsle ich ja nochmal auf den Controller. Roma! Alles tut mir weh! Ihr seid jetzt bereit, Meister. Folgt mir in den Thronsaal. Das Böse erledigt sich nicht von allein. Ihr könnt ihn gern noch ein wenig verprügeln. Nein, er ist meine Zeit nicht wert. Lass uns lieber in den Thronsaal gehen und schauen, welche böse Taten auf mich warten. Euer Thronsaal, Herr. Leider kann man heute keine Bastion des Bösen errichten, ohne dass elende Helden versuchen, sie zu zerstören. Der letzte Haufen war besonders lästig, hat einfach euren Vorgänger getötet. Jetzt seid ihr ja da. Das Böse findet immer einen Weg. Sie haben auch den Großteil des Turms zerstört. Das ist nur ein kleiner Rückschlag für die Kräfte des Dunklen, Herr. Ihr seid der neue Overlord. Baut den Turm wieder auf, bestraft diese sogenannten Helden und errichtet ein dunkles Territorium. Dies ist das Turmportal, Herr. Leider fehlt seine Energiequelle, das Turmherz. Aber es ist noch etwas Energie übrig. Gerade genug, um euch dorthin zu transportieren, wo sich das Herz zuletzt befand. Wenn ihr bereit seid, Herr, tretet durch das Portal. Wir sehen uns auf der anderen Seite wieder. Ja, gerne. Ja, bis jetzt sind die natürlich, wird das natürlich sehr, sehr einfach sein noch, was so die spielerische Herausforderung betrifft, aber... Ah, ihr habt das Tor erschritten, Herr. Diese ruhige Wildnis, so ländlich und idyllisch, ist das nicht abscheulich? Versucht nicht einzuatmen, Herr. Diese Tore sind alte geheime Verbindungen zwischen eurem Turm und diesem Land, durch die ihr Schergen rufen könnt. Im Moment könnt ihr nur Braune rufen. Ihr müsst die anderen Schergenstämme finden, bevor ihr sie herbeirufen könnt. Vielleicht finden wir in dieser grünen Grässlichkeit auch einige unserer gestohlenen Turmobjekte. Okay, und endlich geht das richtige Spiel los. Diese flauschigen Kreaturen wissen kaum, dass sie leben. Aber ihr könnt Lebenskraft aus ihnen ernten. Vergesst nicht, Lebenskraft entspricht Schergen. Kehrt zum Portal zurück, um weitere zu rufen. Jetzt lassen wir nochmal ein paar... Also, diese Orbs, die sie jetzt einsammeln, je nach Orbfarbe... Sie fressen immer nur Gras, solange bis sie getötet werden. Je nach Orbfarbe kann ich halt einen anderen Schergen rufen. Wie er eben gesagt hat, wir haben momentan nur die Braunen. Dementsprechend haben wir jetzt noch nicht so die große Auswahl. Okay, maximal 5 Leute. Hier kommen wir nicht weiter, aber gemeinsam sind wir stark. Schickt all eure Schergen zu dieser Säule. Zusammen können sie sie bewegen. Vorwärts! Oh, Halblinge haben meine Farm übernommen, haben mich in der Sonne festgebunden. Jetzt haben sich die Kürbisse gegen mich verschworen. Sie wollen sich für all die Kuchen rächen und die Suppe, die ich gemacht habe, und die Eiscreme.
Ich höre sie bei Nacht flüstern, aber die Halblinge bekommen meine Farm nicht. Oh nein, sie sind noch übler als die Kürbisse. Helft mir, meine Farm zurückzubekommen. Eure Kreaturen sind doch nicht mit Kürbissen verwandt, oder? Okay, auch ein bisschen. Bisschen kann ich auch mithelfen. Weil eigentlich nicht. Warum sollte ich das tun? Sogar die Vögel lachen über mich. Sie haben sich mit den Kürbissen verschworen. Haltet mir diese quietschenden Dinger vom Leib. Weg damit! Eure Kreaturen sind doch nicht mit Kürbissen verwandt, okay, oder? Er wiederholt sich. So, rein da. Sogar die Vögel lachen über mich. Sie haben sich mit den Kürbissen verschworen. Jetzt hat es. Ihr solltet besser mal losgehen. Der Pfad hinter meinem Haus führt nach Rauschingen. Ich wette, ihr trefft auf weitere von diesen fetten kleinen Dämonen. Also passt auf. Das ist halt auch mega cooles. Ich bleibe hier. Ich baue meine Farm wieder auf. Vielleicht züchte ich jetzt lieber Gurken. Ja, Gurken reden nicht so viel. Das wäre schön. Die rüsten sich selber aus. Eure Schergen haben Zugang zu Bereichen, die zu klein für eure boshafte Herrlichkeit sind. Oh ja. Die Schergen nehmen automatisch alles Nützliche mit, das sie finden. Und oft auch Unnützliches. Aber sorgt euch nicht. Eure Waffen und eure Rüstung werden speziell für euch in der Schmiede hergestellt. Euch würden wir kein gestohlenes Zeug auftragen lassen. Oh nein. Seht ihr die Wolken, die von den toten Halblingen aufsteigen? Das ist böse Energie. Sie sammelt sich in allen bösen Geschöpfen. Ihr werdet noch mehr darüber hören, Meister. Das Turmherz. Die Halblinge müssen es zum Züchten von Kürbissen verwendet haben. Die kleinen Narren haben keine Ahnung von seiner Macht. Schafft mir die Kürbisse aus den Augen und dann bringen wir es zurück in den Turm. Eure Schergen tragen es für euch, Meister. Als Overlord müsst ihr nie irgendetwas Schweres durch die Gegend schleppen. Schön vorsichtig! Ja, wie gesagt, momentan komme ich noch nicht so wirklich viel zum Kommentieren, aber da wir immer noch im Tutorial feststecken, ist das auch völlig okay. Die Schergen haben eine Abkürzung gefunden. Sie. Ulf, nicht schwächeln! Gunther, du stützt doch nur eine Kralle darauf ab! Robo, hilf gefälligst beim Tragen! Du nutzlose Eiterbeule! So. Erste Mission erfolgreich. Zurück zum Turm. Es ist zurück, wo es hingehört. Dies ist das Herz des Turms. Ihr braucht es, um euer dunkles Territorium wiederherzustellen. Es ermöglicht es euch, den Turm jederzeit aufzusuchen und bietet Zugang zu allen Ressourcen des Turms. Und seht, es hat euch anscheinend eine kleine Gabe verliehen, Herr. Ihr könnt jetzt 10 Schergen kontrollieren. Ha, und es scheint einen seiner Zauber behalten zu haben. Den Feuerballzauber. Der robuste kleine Kerl hat es geschafft. Sehr gut. Ich werde euch später lehren, wie ihr ihn einsetzt. Aber es ist unbedingt erforderlich, dass ihr weitere Turmobjekte findet. Ein Kran wäre besonders praktisch. Dann könnten wir hier aufräumen und einige Räume öffnen.
Leider bin ich nicht mehr der böse Kerl, der ich einmal war. Ich ertrage das satte grüne Gras unter meinen Füßen und das Vogelgezwitscher in meinen Ohren nicht mehr. Ich suche mir besser eine dunkle Ecke und etwas, auf das ich einschlagen kann. Ich bleibe hier. Durch das Herz kann ich direkt mit euch sprechen, Herr, und sehen, was ihr tut. Kehrt euch das Tor in das Halbling-Territorium zurück. Euch zum Gruße! Ja. Piss dich. So, dann haben wir eine kleine Übersicht. Okay, cool. Okay, findet den Kran. Kriegen wir hin. Oh, ich muss mich anders hinsetzen. So besser. Es ist ein bisschen schmutzig. Könnt ihr mich hören, Meister? Ah, da seid ihr ja. Herr, die Kreaturen hier sind sehr aufgeschlossen. Sie haben das Gebiet ohne Zweifel wieder bevölkert. Ruft einige Schergen zusammen und dann auf nach Rauschingen. Was für ein widerlicher Name. So, wir brauchen definitiv noch mal ein paar mehr Ops. Also jetzt haben wir nicht auch keine in Reserve, falls mal welche aufgehen. Ja, schön. Nochmal 9 Stück. Das sollte, glaube ich, fürs erste reichen. Oh, was haben wir denn da? Kommen wir da schon ran? Nee, ich glaube noch nicht. Nee, alles klar. War ja auch zu nett gewesen. So, dann holen wir jetzt den 10. Mann. Perfekt. Und dann. Halt, stopp. Können wir die Abkürzung nehmen? Damit sollten wir dann doch eher dahin kommen, wo ich eigentlich hin will. Oder wo wir hin müssen, besser gesagt. Doch. Du auch, los. Halblinge im Anmarsch, Achtung! Halt! Das sind keine Halblinge. Seht euch den mit dem Helm an. Das könnten 2 Halblinge in einer Rüstung sein. Ja, garantiert. Ich traue diesen miesen kleinen Typen nicht. Ihr da, beweist, dass ihr keine Halblinge seid und befreit unsere Leute aus dem Lager dort unten. Wenn ihr doch welche seid, bleibt, wo ihr seid. Ich ziele. Seit Lord Rauschingen weg ist, sind wir die letzte Verteidigungslinie. Dort im Feld, gierige kleine Halblinge, wendet den Feuerballzauber auf den Weizen an und röstet sie wie Spanferkel. Sehr schön. Was hält diesen Bauern eigentlich ein, so mit mir zu reden? Also, es wird noch ein Nachspiel haben, auf jeden Fall. Er ist plündert. Lootet. Meine Schergen, lootet. Noch mehr Halblinge. Röstet sie. Oh, jetzt sind wir schon draufgegangen. Was hast du denn vorher, du Idiot? Okay. Gut, da ist unser erster Scherge gestorben. Müssen wir halt selber ein bisschen mitmachen hier. Eine Sache noch, Herr. Durch das, sagen wir mal, willkürliche Töten von Unschuldigen nimmt eure Verderbtheit zu. So erhaltet ihr mehr böse Energie und wer wird stärker. Aber für einen langfristigen bösen Plan ist diese Vorgehensweise nicht geeignet. Dafür braucht ihr Menschen, lebende Menschen. Dankbarkeit zahlt sich eben auch aus.
Ihr habt uns gerettet. Die Halblinge können uns nichts mehr tun. Rauschingen ist zwar noch frei, aber einige unserer Brüder... Nachdem dieser Halbling Wilfried Wanz von seinen Abenteuern zurückkam, nannten sie ihn einen Helden. Ab da lief alles total verkehrt. Wilfried war mal klein. Sogar für einen Halbling. Aber er entwickelte einen immensen Appetit. Sehr gut. Bringt mir Schätze. So ist es recht. Ja, nebenbei kriegen wir gerade ein bisschen Story mitgekriegt. Danke. Story mit... Das muss das Arbeitslager sein, Gehirn. Von dem Sie gesprochen haben. Seid vorsichtig, Lord. Dies ist eine alte Blutgrube, Herr. Ihr könnt hier Schergen opfern, um eure Gesundheit zurückzugewinnen. Sorgt euch nicht, eure Schergen sterben gern für euch. Sie sind sehr loyal. Was ist hier noch? Das sieht ja auch noch wichtig aus. Eine Abkürzung. Nee, das sieht nach was anderem aus. Doch, eine Abkürzung. Hervorragend. Sehr gut. Da gibt's einen Mann. Eine Mannergruppe. Ich habe seit Jahren keine mehr gesehen. Hier könnt ihr Schergen opfern, um euren Mannervorrat aufzufüllen. Hier geht's auch weiter. Also der Hauptweg ist es nicht. Frage ist, ob wir sich das jetzt lohnt, hier lang zu gehen. Das geht da runter zum Fluss. Ich glaube, die können noch nicht ins Wasser. Das heißt, es lohnt sich noch gar nicht, dahin zu gehen. Dementsprechend gehen wir jetzt wieder der Hauptstory folgen. Fürs Erste. Neben Quest können wir uns immer noch drum kümmern. Aber zuerst werden die Halblinge drin glauben. Sie werfen Steine! Wie primitiv! Oha, das macht mir ja Schaden. Seht her, ein Rat! Eure Schergen können Räder reden. Meistens geschieht an etwas. Nehmt so viele Schergen wie möglich mit. Halblinge sind zwar klein, aber sie sind zäh. Ja, ich muss auch irgendwie ein bisschen auf mein Leben achten, tatsächlich. Ich kann nicht so viel... Haltrinke für mich? Ja, Haltrinke für mich. Adios. Ich höre niedere Kreaturen blöken, Milord. Du hast noch Gold. Bringt es mir. Und jetzt für das Schaf. So, haben wir noch irgendwas übersehen? Das sieht nicht danach aus. Da kommen wir, da wollen wir hin, alles klar. Ich weiß nicht mehr, in welchen Intervallen dieses Spiel eigentlich speichert. Das müsste ich auch gleich nochmal gucken. Automatisch gespeichert. Sehr gut. Weil, ich glaube, hier werde ich erstmal den ersten Part beenden. Weil wir haben hier nämlich ein Portal, mit dem wir zurück zum Turm können. Und ja. Ich muss gucken, wie lange wir jetzt aufgenommen haben. Also mindestens 20 Minuten. Ich glaube, das ist für einen Part eine gute Zeit. Ich bedanke mich fürs Zusehen. Ich hoffe, ihr seid auch beim nächsten Part wieder dabei. Ich sage Tschüss und bis dahin, euer Star Hero.